Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Fusco Overwatch auf Key. Mirage. Okay. Ja, das ist Mirage, das erkenne ich direkt. Und wir haben hier einen hoffentlich nicht Gauner am Start, denn gerade der letzte Fall, den ich jetzt nicht für euch aufgenommen habe, war ziemlich bescheiden. Da hatten wir, da hatte ich ein kleines, einen kleinen Hacker am Start, der sich gedreht hat. Ich habe jetzt eben schon 3 Overwatches aufgenommen für nächste Woche. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich auch noch was für heute brauche. Was ich eigentlich lieber machen würde, wäre was anderes, so Satisfactory oder Satisfactorio oder wie es heißt, ich glaube Satisfactory. Aber dafür habe ich, glaube ich, nicht genug Zeit, weil es schon 3:30 ist und wenn ich das aufnehme, ich habe ultimativ Bock auf das Spiel, habe das Spiel gerade vom Entwickler geschenkt bekommen, zu Antestzwecken, zu Spielzwecken und eben auch, da das noch in der Dingphase ist, in der Rumwurstelphase ist, zum Evaluieren. Und ja, da will ich auf jeden Fall ein geiles Video mitmachen und das halt auch bearbeiten. Das schaffe ich jetzt einfach heute nicht mehr. Darum, Overwatch! Overwatch, Tum! Das kam jetzt auch vor ein paar Tagen erst das letzte. Oh, schöne Bunnyhops, Monsieur. Oder Madame? Ist natürlich auch die Frage. Einige haben sich gewundert, dass ich meine Kräfte nicht mehr einsetze oder schon lange nicht mehr eingesetzt habe. Herauszufinden, ob wir hier einen Mann oder eine Frau haben, Alter und so weiter und so fort. Hobbys, Klamotten und Haustiere. Darum. Guck jetzt mal ganz genau hin. Also ich kann ja auf jeden Fall schon mal erkennen, dass es ein Bruce ist. Das ist ein Maw. Das siehst du an den Hüpfern. Das ist ein Mann, ne? Aber das Alter scheint mir doch... Oh ja, habt ihr das gesehen? Einen sogenannten Sprung-Rattenwurf-Angriff. Da, ganz klar. Er wackelt so. Das ist ganz klar ein sehr junger Mensch. Also ich sag mal, 10 Jahre. Ah, was macht der überhaupt in Counter-Strike? Der sagt es doch ab 16. Was sind denn da für Eltern am Start, die überhaupt nicht danach gucken? Das ist eine Frechheit. Wahrscheinlich ist der Vater... Zigaretten holen seit ein paar Jahren und die Mutter, keine Ahnung, was sie macht, aber die lässt ihn halt einfach spielen und das geht so nicht. Und dann kommt sowas bei raus. Jemand, der so auf die Leute zugeht, da muss ich aufpassen. Sowas kann man auch kaum kontern, ne? Wenn jemand so auf dich zuspringt, hast du eigentlich verloren. Und er guckt ziemlich viel auf den Boden. Also da wird... Er wird wohl auch in Richtung Grief irgendwas bekommen, höchstwahrscheinlich. So kleiner Drecksack. Sowas kann aus Versehen mal passieren, dass man jemanden am Ende der Runde... Ne? Oh, guck mal, ich flick mit der AWP. Pff, und dann trifft man den Mate. Oder man wirft eine Granate und killt aus Versehen einen Mate, der sehr low war. Und dieser Mate schien sehr low gewesen zu sein, weil durch einen kleinen Knifer Left-Click war das, oder? Man hat doch. Der Sound macht, glaube ich, einen Unterschied zwischen Left- und Right-Click. Gottes Willen, was ist das? Was ist mit ihm los? Er ist komplett am Ausrasten. Also, man merkt auch, er ist stark von ADHS befallen. Ganz, ganz stark. Da ist vielleicht sogar Parkinson mit drin. Da müssen wir noch ein bisschen weiter gucken, aber es könnte gut sein, dass es ein 10-jähriger ADHS-Kleber-Suchti ist, ja. Ich glaube, er riecht gerne an Uhu-Klebern. Und er guckt halt oft auf den Boden. Also seine Sicht ist auf den Boden geklebt. Er wird gerade wahrscheinlich ziemlich viel, weiß nicht, Skyrim oder so gespielt haben, Dinge oder Spiele, bei denen Sachen auf dem Boden rumliegen, die man finden könnte. Ihr könnt natürlich auch gerne... Ihr könnt auch gerne wieder in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was man eben so drücken sollte. Und es gibt auch wieder eine Abstimmung, die hier ist, da oben rechts. Ja, vielleicht wird es ja auch eine Premiere geben. Ja doch, das kommt ja heute, natürlich. Heute bin ich ja noch da. Nächste Woche werde ich wahrscheinlich keine Premieren machen, weil wenn ich nicht dabei bin, dann verliert das... Ich weiß nicht, ob es seinen Flair verliert. Die Premieren sind dafür da. Ich habe gerade von YouTube wieder geschrieben bekommen, ich soll meine Premieren doch mindestens... 3 Stunden vor Video-Release schalten, um die Leute so ein bisschen aufzuhypen. Und man soll natürlich da sein als Creator, um zu sagen, hey, gleich geht's los, mein neues Video, blibablub, Kartoffelsub. 3 Stunden finde ich jetzt etwas drastisch. Also ich mache es im Moment immer so 20 bis 30 Minuten vor Video-Release. Also der ist ganz klar clean. Oder? Ganz klar clean. Wie nennt man denn so überhaupt so einen Zusatz mit so Babbelei? Versucht er dagegen zu lenken oder was? Gegen seinen möglicherweise bestehenden Hack? Hm, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein Drecksack. Ein Drecksackkind mit ADHS und noch zusätzlich einer Mutter. Und er schnüffelt halt noch an Kleber. Das ist ganz, ganz drastisch. Ich denke, er hat jetzt wahrscheinlich gerade eine dicke Ladung am Start. Oder hat sich vielleicht sogar mit Tesafilm so 2 Brittstifte von Uho hier so hingeklebt. Hinten zusammengeknibbelt und riecht es durchgehend. Immer wenn er einen killt, macht er und deswegen zappelt er auch so hin und her. Es kann sehr gut sein, dass es daran liegt. Ja, hast du gesehen. Da war der Brittstift nicht stark genug, mein Junge. Muss nochmal ordentlich inhalieren. Kriegt ihr den Drecksack an.
Oh Leute, eine kleine Entdeckung, die ich eben gemacht habe. Weiß nicht, ob die stimmt. Wahrscheinlich stimmt sie nicht, aber die Farben. Die Farben der Punkte auf der Map sind doch ausgefüllt, ne? Die von 2 und von 3. Er ist ja 3 oben auf der Karte und sein Kollege ist 2 und der andere 6. Fehlt bei ihm in Guckrichtung. Ist es da einfach nur heller wegen seinem Schauding? Oder kriegt man sein fehlendes Leben an seinem Kreis angezeigt? Das heißt, wenn er 50 HP hätte, ist der Kreis dann nur noch halb voll mit Blau. Nee, das ist nur sein Guckkreis. Okay, hat's erledigt. Wahrscheinlich habe ich auch ein bisschen zu viel Uhu geschnüffelt. Ich dachte kurz, das wäre vielleicht irgendwie so eine Anzeige, die an sich ja unnötig ist. Obwohl für so einen Caster. Nee, man sieht ja hier links und rechts. Das ist kompletter Quatsch. Nehmt es zurück. Gott, zurückspulen, rausschneiden. Fuck, das ist ja ungeschnitten, das Video. Das habe ich gerade nicht gesagt. Pelles dümpelt noch einer rum, der wird weggezappelt. Der andere ist da vor B, aber da wird er nicht rechtzeitig ankommen. Seine Mates regeln das wahrscheinlich weg. Was? Hallo Maus? Da, wo ist denn die Maus jetzt? Da ist er. Ich will noch geschwind nach den Stellarinis schauen. 22-3, okay. Mit Abstand der Beste. Das beste kleine Kind hier auf dem Server. Und die anderen 9 Kinder sind halt nicht so stabil. Am Stieseln. Ne? Komm, wir gucken gleich noch mal kurz in so eine Zeitlupenattacke von ihm rein. Alter, das Geräusch. Pff. Ich will noch mal eins sehen. Get it on! Putz! Wieder abgeht, Alter. Das ist doch. Der hat's doch nicht mal alle, ne? Langsam! Oh, ich wollte doch auf. Weiß ich halt einfach an. Halt, stopp. Das ist schon echt geil, oder? Ach, der Sound. Wie der Sound sich halt verändert, ne? Okay, naja, gut. Also ich weiß schon, was ich ihm drücken werde. Vielleicht wisst ihr es ja auch. Also ob ich überhaupt was drücke, wer weiß. Vielleicht ist er auch clean. Wir sehen uns dann. Achso, heute ist gar kein Livestream. Morgen ist wieder ab 18 Uhr Livestream. Vergesst es nicht. Ab 18 Uhr, Moja, also am Donnerstag. Da hasseln wir wieder ordentlich rein. Und jetzt ist erstmal wieder gut mit den Overwatches. Ich glaube, diese 4 Overwatches hintereinander, 5, haben mir nicht so gut getan. Gut, wir sehen uns dann morgen im Livestream und im nächsten Video. Vielen Dank für die Likes, vielen Dank für die Kommentare. Haut ordentlich rein, bis dann. Ciao, ciao.